In Salzburg setzte sich dann der Kampf um die Weltmeisterschaft fort. Wieder lagen Randy Memmola und Christian Sarron ganz vorn. Wayne Gardner und Eddie Lawson folgten. Da muss man schon Fahrer wie Gustav Reiner, Manfred Fischer und Robbie Jung bewundern, wenn sie gegen eine solche Übermacht an Werksmaschinen einigermaßen mithalten. Weltmeister in der Königsklasse wurde 1987 der Australier Wayne Gardner vor den beiden US-Boys Randy Memmola und Eddie Lawson. Gustav Reiner wurde 1987 wieder bester Privatfahrer. Robert Jung beim DM-Lauf der 500-Kubikzentimeter-Klasse in Speyer, neben Gustav Reiner und Peter Schleef. Manfred Fischer führte vor Gustav Reiner das Rennen an. An dritter Stelle Robbie Jung. Er fiel aber mit Motorschaden gleich wieder aus. Fischer und Reiner kämpften unerbittlich um den Sieg. Michael Rudolf mit seiner Honda. Dann übernahm Gustav Reiner die Führung und stürzte wieder einmal, sodass sein Teamgefährte Manfred Fischer gewann. Der Sieger Manfred Fischer. Beim DM-Lauf am 12. Juli in Salzburg war wieder einmal alles dabei, was in dieser Klasse Rang und Namen hat. Gustav Reiner mit seiner Honda. Helmut Schütz, Norbert Heiles, Hans-Jörg Butz und sein Vater Heiner Butz, der schon in den 60er Jahren erfolgreich Rennen fuhr. Es war ein heißer Julitag.
30 Grad im Schatten, die Fahrer waren nicht zu beneiden. Gerold Fischer, 1 der Österreicher Karl Tuchses, Robby Jungs Mechaniker Christian versuchte seinen Fahrer mit einem kleinen Ventilator frisch zu halten. Da staunten die anderen. Zur Aufwärmrunde. Jung kam am besten weg. Doch schon nach der ersten Runde lag, wie zu erwarten, Gustav Reiner vorn. Robby Jung fiel auf den 4. Platz zurück. Gustav Reiner wurde 1987 wieder deutscher Meister. 41 Thomas Gassmann. Väterchen Heiner Butz hielt gut mit der Jugend mit und wurde immerhin 9. 48 Burkhard Stoiber auf Yamaha. Robert Jung wurde in Salzburg 4. Wenn man bedenkt, dass eine 500 Kubikzentimeter Honda über 100.000 Mark und eine Saison mit 8 DM und einigen WM-Läufen noch einmal das Gleiche kostet, fragt man sich, wie diese Fahrer immer wieder das Geld, also etwa 200.000 Mark, dafür aufbringen. Letzter DM-Lauf auf dem Nürburgring. Christian und Robby am Start. Wieder kam Robby Jung gut weg. Aber der Gustav war eben nicht zu schlagen. Er führte souverän das Rennen an, siegte und hatte damit den DM-Titel in der Tasche. Robby Jung, der noch unter einer Armverletzung litt, wurde 6. Dennoch war er zufrieden. Er hatte ja schon einen Käufer für seine Honda gefunden. Nun schmiedet er schon wieder Pläne für die nächste Saison. Langt immer in den letzten 2-3 Runden lang dann nochmal wahnsinnig hier und da ist halt bei mir, wie gesagt, das ist kein Zustand. Schau dir mal an. Der 7. Platz hat immer gegangen, das wäre schon das ganze Rennen gewusst haben, gell? Ja, 5. Also jetzt 5. Dann aber zuerst hat er 7. Der Rücklauf war 4. Und der ist auch noch.